Im Herbst 1944 beim Kartoffelausmachen hörten wir zum ersten Mal das Rollen und Schießen der Panzer aus weiter Ferne. Jetzt musste doch jedem klar werden, dass der Krieg für uns verloren war. Weihnachten 1944 war die erste Kriegsweihnacht ohne unseren Vater. Und weil für uns Weihnachten immer das Fest der Liebe der Familie gewesen war, empfanden wir die Lücke als besonders schmerzlich. Heute wird ja die Nestwärme der Familie eher belächelt, aber da bin ich ganz anderer Meinung. Auch die alten, schönen Weihnachtslieder sind durchs Fernsehen, die Stereoanlagen ins Abseits geraten. Möget ihr, meine Lieben, doch zu denen gehören, die an der Krippe anbeten und unter den Segen des so herrlich schenkenden Vaters treten. Das Jahr 1945 brachte für mich wieder viel Aufregung, weil die Nazis jetzt ihre rückliegende Drohung wahrmachten. Als sie mir damals die Unterstützung einbehielten, hatte ich auch meine Spendengelder um die Hälfte gekürzt. »Das verbüßt du mir noch«, hatte mich da einer angeschrien, der obendrein noch ein Verwandter von mir war. In diesem Zusammenhang fällt mir eine rückliegende Begebenheit ein, die sicherlich zu den neuen Attacken beigetragen hatte, die jetzt alle auf mich zukamen. Deswegen möchte ich sie hier noch erwähnen. Karl Adam, unser ältester Junge, war inzwischen in die Jungschar, so hieß die Kindergruppe der Nazis, eingetreten. Eines Tages sagte mir ein Langsdorfer Mann, »Paula, geh mal an das Jungscharheim und guck dort durch den Fensterschlitz, damit du mal siehst, wie der Unterricht der Jungen verläuft.« »Den Weg spare ich mir«, gab ich ihm zur Antwort. »Wenn es stimmt, was du sagst, bleibt mein Kind zu Hause und die Sache ist erledigt.« Nach einer Woche erhielt ich einen Brief, ihn lesen und ins Herdfeuer werfen, das war eins. Aber bald folgte ein zweites Schreiben. Um mir die Aufregung zu ersparen, steckte ich es ungeöffnet in den Ofen. Von anderer, wohlwollender Seite wurde ich nun gewarnt, doch lieber etwas vorsichtiger zu sein. Schließlich würde ich durch mein Verhalten die Kinder um alle Berufschancen bringen. Aber ich vertraute fest darauf, dass es mit dem tausendjährigen Reich vielleicht doch nicht so lange dauern würde. Eine Weile passierte nichts. Man ließ mich in Ruhe. Aber dann holte mich eine Nachbarin ganz aufgeregt von Schwiegermutters Geburtstagsfeier nach Hause. Was ich hier vorfand, brachte mein Blut dann doch zum Kochen. Der Parteigenosse, den ich im Haus hatte, fuhr oft nach Gießen und holte sich aus den zerbombten Altstadtruinen Wäschestücke, die er dann auf unserer Wäscheleine zum Trocknen oder Lüften aufhängte. Meine Mutter hatte nun eines dieser trockenen Bettlaken zur Seite gehängt, um ihre zwei Wäschestücke aufhängen zu können. Ganz offensichtlich hatte das der Mann beobachtet. Mit den Worten, »Was fällt Ihnen ein? Was geht Sie meine Wäsche an?« stürzte er auf meine Mutter zu und schlug ihr dermaßen ins Gesicht, dass sie zu Boden stürzte. Die Nachbarin hatte den Vorfall vom Balkon aus mitbekommen und trug unsere Mutter mit der schnell herbeigeholten Krankenschwester ins Haus. »Als ich kam«, sagte die Schwester, »sehen Sie sich an, wie Ihre Mutter aussieht. Rufen Sie gleich den Arzt, dieser Schuft muss bestraft werden.« Doch meine Mutter wehrte ängstlich ab. »Lass es sein, der bringt unsere Paula noch fort und dann stehe ich allein da mit den drei kleinen Kindern.« Kaum 14 Tage später brachte mich unser Walter, der kaum ein Jahr zur Schule ging, erneut in große Bedrängnis. Während ich auf dem Hof arbeitete, hörte ich einen harten, schussähnlichen Knall. »Das war doch ganz in der Nähe«, dachte ich. Aber sehen konnte ich nichts. Schon nach wenigen Minuten sollte sich die Sache klären. Eine Frau lief zum Hoftor herein. »Paula, Paula«, schrie sie, »dein Walter hat sich geschossen.« In meiner Aufregung verstand ich erschossen und kippte um. Als ich im Zimmer auf der Chaiselongue wieder zu Bewusstsein kam, klärte sich das Missverständnis. Walter hatte mit einem Stein auf einen irgendwo herumliegenden Sprengkörper geschlagen, der dann explodiert war. Dabei hatte er sich die eine Hand schwer verletzt. Weil er so schlimm blutete, war er gleich zur Krankenschwester gelaufen, die ihn notdürftig verband und sofort, ohne mich erst zu benachrichtigen, ins Krankenhaus bringen ließ. Dank ärztlicher Kunst und Gottes Hilfe blieb die Hand des Kindes erhalten und wider alles Erwarten kann Walter die Hand bis heute uneingeschränkt gebrauchen. Mein Nazi-Freund im Hause hatte sich inzwischen wieder etwas ausgedacht. Bei der Holzversteigerung im Wald kaufte er einen Haufen Holz, mit dem er mir von innen das Hoftor zusetzte. Nun aber war bei mir Schluss. Schließlich konnte ich jetzt mit meinem Fuhrwerk nicht mehr zum Hof hinaus.
Courage zur Beschwerde hatte ich keine, hatte er mir doch im vergangenen Jahr, als er mir im Heumachen das Scheunentor mit langen Holzschwaden blockierte, zur Antwort gegeben: »Deine drei Wagen Heu können auf der Wiese verfaulen. Die tun zum Volksganzen gar nichts.« Auf meine Bitte, das Hoftor freizumachen, bekam ich damals zu hören: »Nur abwarten. Sie kriegen wir auch noch klein, und dann singen Sie noch das Horst-Wessel-Lied mit uns.« Einige Tage darauf bombardierten die feindlichen Flieger den Zug zwischen Langsdorf und Hungen. Am sogenannten Gelsenberg hatte es einen mächtigen Bombentrichter gegeben. Durch den schweren Luftdruck waren alle Fensterscheiben auf der Südseite unseres Hauses zu Bruch gegangen. Und als wir aus dem Keller kamen, fielen uns die gezackten, scharfkantigen Bombensplitter, die bis auf unseren Hof geflogen waren, ins Gesicht. »Ein Glück, dass diese Dinger keinen Menschen getroffen haben«, bemerkte unsere Mutter, worauf die Frau des Nazi-Freundes erwiderte: »Ach, wenn doch das ganze verfluchte Bauernpack endlich verrecken und verkommen würde!« Diesen schönen Satz gebrauchte sie gar zu gerne. Mit allen Mitteln versuchten die Nazis, mich in die Knie zu zwingen. So befahl man mir, unverzüglich für Herrn R. den Kohlenstall zu räumen, in dem ich mit noch zwei anderen Familien die zugeteilten Kohlen untergebracht hatte. Als ich ein ärztliches Attest vorzeigte, wonach mir diese schwere körperliche Arbeit nicht zugemutet werden konnte, wandten sie sich an meinen Vater. Auf die Frage, wo er die Kohle denn hinschütten solle, wurde er an die Hofmauer verwiesen. Als Vater mit der ersten Manne Kohle über den Hof wollte, sprang Herr R. im dunkelblauen Anzug mit gespreizten Armen direkt vor ihn. Vater wich seitlich aus, aber ebenso schnell war auch der andere wieder da. Beim dritten Mal platzte Vater der Kragen. »So ein Nichtsnutz! Warum muss der nicht an die Front? Die anständigen Männer schickt man fort, und so ein Kerl kühlt sein Mütchen bei den Leuten hier daheim«, schrie er ihn an. Der schwer beleidigte Herr R. rannte zum Hoftor hinaus. Ich hatte die ganze Geschichte hinter der Gardine mit Zittern und Beben beobachtet. Mir war klar, dass Herr R. das nicht so hinnehmen würde. Schweren Herzens ging ich in die Küche. In allem Wirrwarr der Gedanken fielen mir auf einmal die Worte aus Psalm 56 ein. »Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten, was soll mir Fleisch tun?« Dadurch etwas beruhigt, harrte ich doch ängstlich der Dinge, die da kommen mussten. Da flog auch schon die Tür auf, und drei Männer stürzten wie wild zur Türe herein. Meinen Vater stießen sie vor sich her. Er setzte sich auf einen Stuhl, stumm, ohne ein Wort zu sagen. Den Mund machte er nur auf, als sie ihn nach seinen Personalien fragten. Nachdem sie mit meinem Vater fertig waren, schrie mich der Ortsgruppenleiter an: »Du marschierst mit! Da, wo wir dich hinbringen, lernst du das Horst-Wessel-Lied auf den Knien beten. Hier konntest du es ja nicht mal singen.« »Ich kann Gott mit meinen Liedern preisen«, murmelte ich vor mich hin. Ob er es verstanden hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls sprang er wie ein Tobsüchtiger auf und zog seinen Krückstock. »Jetzt schlägt er dich tot«, war mein Gedanke. Aber der Stock sauste auf den Tisch, neben dem ich saß. Der Ortsbauernführer notierte nun auch meine Personalien, verhielt sich aber ziemlich ruhig und zurückhaltend. Vielleicht war es ihm doch nicht so ganz einerlei, dass er den alten Mann jetzt noch ins Lager schaffen sollte. Als ich aber vor mich hin sagte: »Und was wird aus meinen Kindern?«, da brüllte der Ortsgruppenleiter wieder los: »Wir stecken dir so viele Menschen ins Haus, dass deine drei Bälge darin ersticken. Dir gehört nach dem Siege gar nichts mehr.« Aufgewühlt bis ins Innerste schrie ich los: »Alles könnt ihr mir nehmen, aber meinen Glauben, den kann mir niemand rauben.« Mit zynischem Lachen meinte darauf der dritte Mann: »Halleluja, Halleluja, eure Bethäuser werden wir abbrechen, und die Jugend, die gehört uns, die könnt ihr vergessen.« Nach kurzem Hin und Her verließen die Männer das Haus. Menschen konnten uns nicht mehr helfen. Vater räusperte sich und sagte: »Gib mir mein Essen, ich gehe heim.« Er saß so niedergeschlagen da, dass ich hoffte, er hätte vielleicht wegen seiner Schwerhörigkeit nicht alles mitbekommen. Doch nachdem mein Vater gegangen war, konnte ich meine mühsam unterdrückten Tränen nicht länger zurückhalten. Laut weinend bat ich in meiner Verzweiflung Gott um Hilfe, und mir fiel der Liedvers ein: »Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz? Steig nicht herab. Ist Schmelzerglut, weich ihr nicht aus.
Ob das die Antwort auf mein Flehen war? Da klopfte es ans Fenster. Ich war überzeugt davon, dass sie mich jetzt abholen kam. Aber da hörte ich halblaut meinen Namen rufen. »Paula, Mama auf!« Ich öffnete das Fenster und nun erfuhr ich, dass mir wohlwollende Leute den Schwarzsender abgehört hatten. »Hab keine Angst«, trösteten sie mich. »Die Westfront ist am Zusammenbrechen. Ihr kommt nicht mehr ins Lager.« In meinem wirren Kopf wusste ich nicht, ob das nun eine gute oder schlechte Nachricht war. Sollte ich zum zweiten Mal davonkommen? Im vergangenen Jahr hatte mich der Ortsgruppenleiter wegen einer Lappalie nach Gießen ans Parteigericht beordert. Als ich dort heulend in einem kleinen Büroraum saß, öffnete sich eine Nebentür. Ein uniformierter Parteimann erschien und musterte mich mit geringschätzigen Blicken. Nachdem ich ihm einige Fragen beantwortet hatte, rannte er an den Apparat und führte ein Gespräch, wovon ich in meiner Aufregung nur das Wort Abholkommando verstand. Im selben Augenblick ging die Tür auf und ein zweiter Uniformierter betrat den Raum. Sofort nahm er dem ersten den Hörer ab und widerrief dessen Anordnung. Mit der Begründung, ihm die Angelegenheit zu überlassen, wies er ihn hinaus. Der Gesichtsausdruck dieses Mannes beruhigte mich irgendwie. Er klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Jetzt wollen wir mal ganz in Ruhe den Sachverhalt überprüfen.« Schon nach einer kurzen Aussprache ließ er mich nach Hause gehen. Für ihn war das eine Bagatelle gewesen. Tatsächlich stimmte, was der Schwarzsender durchgegeben hatte. Was das für mich bedeutete, dass wir zu Hause bleiben durften. Zu allem Unglück noch lag nämlich meine Mutter während dieser Zeit in Gießen im Krankenhaus und meine drei Kinder wären ohne Obhut gewesen. Mutters Bett also stand leer. Abends, um 11 Uhr, kamen zu unserem Erstaunen zwei junge Mädchen herein, die, wie sie sagten, im Wartesaal hätten übernachten müssen. Auf meine Frage, wer sie zu mir geschickt hätte, bekam ich die kurze Antwort, unser Herrgott. In der Nacht darauf gab es Alarm. Ich wollte die Mädchen mit in den Keller nehmen, aber sie ließen sich nicht stören und schliefen sich richtig aus. Während eines der Mädchen bald wieder abreiste, bat mich die andere inbrünstig. Ich möchte ihr doch noch für einige Tage Quartier geben. Sie fürchte sich so vor den Bombennächten im Ruhrgebiet. Es gefiel ihr bei uns so gut, dass sich ihr Aufenthalt auf 3 Wochen ausdehnte. Langsdörfer Spötter jedenfalls hängten mir ein Schild mit der Aufschrift »Asyl für Obdachlose« ans Hoftor. Frühjahr mussten natürlich auch in dieser aus allen Fugen geratenen Zeit die Felder bestellt werden. Die dafür notwendige Arbeit machte mir immer viel Mühe. So wurden zum Beispiel alle Setzkartoffeln, sobald es die Witterung erlaubte, körbeweise aus dem Keller an einen geschützten, hellen Ort auf ein Strohbett gelagert. Vor dem Setzen wurden sie geschnitten und eingesackt. Jetzt stand auf dem Acker die schwerste Arbeit bevor. Die schwere Schürze voller Kartoffeln, aus der man die einzelnen Stücke Schritt für Schritt in die Furche legte, das machte mir bis zum Abend schon schlimme Rückenschmerzen. Ebenso mühselig waren die Arbeiten, die dem Bestellen der Dickwurzfelder vorausgingen. Um den Samen zu gewinnen, setzte man im Herbst einwandfreie Dickwurz in Erde, die in einer Kellerecke auf dem Boden aufgehäuft wurde. Die ausgewachsenen Rüben kamen dann im Frühjahr in den Garten. Die bis zum Herbst gewachsenen mächtigen Samenstränge wurden nun abgeerntet und zu Hause zum Trocknen ausgebreitet. Im Winter wurde der Samen abgestreift und geputzt. Wurde dann im Frühjahr der Acker bestellt, ging man die vorgezogenen Furchen schrittweise ab. Auf diese Abdrücke
legte man einige Samenkörner, drückte sie mit der Hand fest und bedeckte sie mit Erde. Das andere Verfahren zum Anbau der Dickwurz war nicht weniger mühsam. Auf einem sogenannten Pflanzstück wurde der Rübensamen dicht ausgesät. Im Volksmund bezeichnete man die Woche nach Pfingsten, in der es sehr oft regnete, als Dickwurzwoche. Hier wurden die herangewachsenen Pflanzen aus der Erde gezogen, zu etwa einem 100 gebündelt und auf den Acker verpflanzt. In manchen Jahren war man bei ungünstigem, trockenem Wetter gezwungen, bei der Bach das Jauchenfass voll Wasser zu laden. Auf dem Acker musste dann ein Mann mit der Gießkanne die Pflanzstellen begießen. Die in einer Erdvertiefung angeschlemmten Pflanzen wurden schließlich von den Frauen gesetzt. Auf diesen Dickwurzäckern wurde auch das Gemüse für die Familie gezogen. Auch da stand ziemlich fest, was angebaut wurde. Für eine vielköpfige Familie wie bei uns etwa wurden meist 120 Kraut, 80 Wirsing, 60 Rotkraut und 30 Blumenkohl gepflanzt. Die gelben Kohlraben, die nicht anspruchsvoll waren, kamen an die Enden der Furchen, den Weg entlang. Auf dem Acker wurden diese Gemüsepflanzen nur sehr selten von der gefürchteten Kohlhernie befallen. Heute werden alle diese Arbeiten maschinell und mühelos erledigt, eine Veränderung, die ich wirklich nicht bedauere. Nochmals zurück zu den letzten Wochen des unseligen Zweiten Weltkrieges. Welch ein Unterschied bestand doch zwischen dem Rückzug 1918 und dem von 1945. Genau wie zu Anfang des Krieges hatten wir auch jetzt wieder Einquartierung. Da erinnere ich mich an einen höheren Offizier, der mit 3 Landsern bei mir untergebracht war. Dieser arrogante, überhebliche Mensch behandelte seine Untergebenen einfach unwürdig. Die 3 Soldaten machten mich darauf aufmerksam, dass ich mich ja nicht bei ihm gegen das Hitlerregime äußern solle. Er wäre ein großer Fanatiker. Wie oft quälte er mich mit seinen Sonderwünschen, die meine ohnehin mit Arbeit randvollen Tage noch schwerer machten. Als die Truppe weiterzog, bestätigte sich die Aussage der Lanzer. Dieser Spinner versicherte uns allen Ernstes noch, dass in wenigen Tagen, vielleicht sogar in Stunden, die V-Waffe eingesetzt würde, mit der dann der Krieg noch eine Wende nähme. Stattdessen blieb nichts als ein jämmerlicher Scherbenhaufen übrig. Die Wunderwaffe war ausgeblieben und die armen Soldaten mussten sich vor dem Feind in den Wäldern verstecken wie lichtscheues Gesindel. Hier und da kam es noch zu Kämpfen. So mussten zum Beispiel am Eisenhammer, nicht weit von uns entfernt, noch 16 Mann ihr Leben lassen. Die von ihren Truppenverbänden gelösten, ihrem Schicksal überlassenen Lanzer schlichen sich nun hungrig und verdreckt bei Dunkelheit ins Dorf. So brachte mir in einer Nacht um 1 Uhr Schuas Fritz 2 von diesen armen Menschen und bat um ein Nachtquartier für sie. Als sie von dem Platzmangel hörten, wollten sie mit der Scheune vorlieb nehmen, aber das wollte ich nicht. Kurz entschlossen räumte ich mein Bett aus und bereitete ihnen auf dem Küchenboden mit den Matratzen eine Lagerstatt. Sie baten mich noch, sie um 4 Uhr zu wecken, weil sie bei Tagesgrauen den Weg in die Heimat antreten wollten. Aber um 4 Uhr in der Frühe gelang es mir einfach nicht, die beiden Schläfer zu wecken. In meiner Not holte ich den alten Metzger von nebenan, der mich erstmal tüchtig ausschimpfte. »Du bist doch verrückt! Vielleicht hast du nun das Haus voller Läuse«, wetterte er, ging aber doch mit mir und öffnete mit einer Leiter das hintere Küchenfenster. Nachdem er die beiden aus ihrem Schlaf gerissen und sie sich gewaschen und gefrühstückt hatten, zogen sie von meinem Mann Zivilkleider an. Die Uniformstücke verbrannte der Metzger gleich unter seinem Wurstkessel, bis auf einen Mantel, der noch wie neu war. »Versteck ihn gut, davon kannst du noch was für deine Kinder nähen.« Gesagt, getan. Schnell wurde der Mantel in einen großen Eimer gesteckt und unter dem Dickwurzhaufen im Keller unsichtbar gemacht. Auf den Vorschlag der Männer hin wurde, um möglichst wenig aufzufallen, ein kleiner Handwagen mit etwas Mist beladen. Auch eine alte Mistgabel musste dabei sein. Aber der Weg von Langsdorf nach Montabaur ist weit. Ich habe nie mehr etwas von ihnen gehört. Ein anderes Erlebnis hatte ich an einem Sonntagmorgen. Ich stand vor dem Hoftor und wollte zur Kirche gehen. Da kamen mir 10 Soldaten entgegen, die der Hunger aus dem Wald getrieben hatte und die im Begriff waren, sich zu stellen. Ich musste an meinen Mann denken und die Tränen würgten mir im Hals. Ich holte sie deshalb alle miteinander ins Haus. Die bei mir wohnenden evakuierten Frauen versorgten sie. Bis ich nach dem Gottesdienst wieder zu Hause war, waren die Männer schon weg. Ich erfuhr, dass einer von ihnen ganz in der Nähe von Gelnhausen zu Hause war, ein Familienvater von 11 Kindern.
Was ich sonst noch alles von dem Elend dieser Menschen im Wald zu hören bekam, war so schlimm, dass ich meine beiden Buben mehrere Male mit Essen in den Wald schickte. Natürlich war mir klar, dass so etwas schlimm ausgehen konnte, und das bekam ich dann auch eines Tages zu spüren. Zwei Amerikaner sprangen über das gesperrte Hoftor und redeten auf mich ein. Ich verstand kein Wort. Der mir gutgesinnte evakuierte Lehrer B. hatte von dem gegenüberliegenden Balkon meine Bedrängnis gesehen und kam gleich angelaufen. Durch seine Sprachvermittlung erfuhr ich, was mir drohte. Man warf mir vor, Soldaten gefüttert und in der Scheune versteckt zu haben. Von ihrem Vorhaben, das Gebäude in Brand zu stecken, konnte sie, Gott sei Dank, unser guter Nachbar abhalten. Nun war endlich mit dem 8. Mai 1945 das lang ersehnte Kriegsende da. Gott lässt die Menschen eben so lange gewähren, wie er es für richtig hält, auch wenn wir es oft nicht verstehen können. Durch den Zusammenbruch änderte sich für unsere Familie so ziemlich alles. Am Küchenfenster beobachtete ich zufällig, wie unser ehemaliger Ortsgruppenleiter einem Auto mit amerikanischen Soldaten zuwinkte und sich sofort mit ihnen, er konnte ja Englisch sprechen, erkennbar freundlich unterhielt. Wütend wie ich war und meinen gehässigen Gedanken nachgebend, schrie ich ihn an: »So müsste jeder seine Fahne nach dem Wind hängen können.« Immerhin hatte er noch so viel Ehrgefühl, dass er daraufhin schnell verschwand, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Die Angst vor dem, was kommen könnte, führte ihn jetzt zu uns. Aus dem vorher so mächtig auftretenden Ortsgruppenleiter war ein erbärmlicher Jammerlappen geworden. Er kroch vor unserem Vater förmlich zu Kreuze und bettelte: »Mein lieber Herr R., zeigen Sie mich doch bitte nicht an. Es kostet mich den Kragen, es tut mir alles so leid. Wie konnte ich nur sowas machen mit ehrbaren Langsdorfern?« Mein Vater erklärte ihm, dass wir uns nicht anmaßen wollten, über ihn zu Gericht zu sitzen. Im Internierungslager, in das er schließlich mit so vielen anderen Genossen eingeliefert wurde, hat er dann am eigenen Leibe erfahren müssen, was er so vielen anderen zugefügt hatte. Nach seiner Rückkehr aus dem Lager nahm er mir gegenüber eine freundliche Haltung ein. Sein Schwiegersohn, der nach dem Krieg geschieden wurde, brachte meinen Mann mit nach Hause. Als ehemaliger SS-Mann war der Verwandte des Ortsgruppenleiters zu dreijähriger einfacher Arbeit verurteilt worden. Jetzt arbeitete er mit meinem Mann im Walde. Weil er kein rechtes Zuhause mehr hatte, behielten wir ihn in unserer Familie, bis er sich nach einigen Jahren wieder verheiratete. Von welch merkwürdiger Seite sich das Leben doch zeigen kann. Gott lässt sich nicht spotten. Die Zeit war gekommen, in der er seine Macht zeigte. Ungeachtet aller Verfolgung und Anfeindung hatte die Gemeinde des Herrn auch diese Zeit überdauert, wie ich denn auch davon überzeugt bin, dass sie alle kommenden schlimmen Zeiten überdauern wird. Nachdem durch den Krieg praktisch alles zerstört war, die Städte und Dörfer, die Familien, die Heimat und so viele Menschen ihr Leben hatten lassen müssen, suchten die Menschen wieder nach dem, der allein Herr über Himmel und Erde ist. Die Gotteshäuser, die von den Nazis am liebsten eingeebnet worden wären, füllten sich wieder. Das alte Sprichwort »Not lehrt beten« bewahrheitete sich. Aber ist das nicht eigentlich traurig, wenn man nur in Notzeit den Heiland sucht? Am 15. Juli 1945 kam mein Mann aus dem Hungerlager Kreuznach nach Hause. Sein Zustand war bedenklich. Er berichtete, dass dort Hunderte der Mitgefangenen gestorben waren. Wie durch ein Wunder hatte Gott ihn am Leben erhalten.
Er hatte sich nämlich trotz seiner jämmerlichen Verfassung zum Grabenausheben rund um das Lager gemeldet. Und obwohl er kaum arbeiten konnte, ließ ihm der mitleidige Aufseher die größere Essensration zukommen, die ihn vielleicht vor dem Verhungern bewahrte. Eine schwere Darmerkrankung, der Arzt sagte, es sei Ruhe, machte jetzt meinem Mann schwer zu schaffen. Er hatte kaum noch die Kraft, für kurze Zeit das Bett zu verlassen. Nachdem sich sein Zustand etwas gebessert hatte, brachte ich ihn ab und zu mal in den Hof, damit er die Sonne genießen konnte. Dabei kam ihm dann auch mein Schikanierer R. zu Gesicht. Ohne viel Federlesen forderte er ihn auf: »Sie verschwinden hier so schnell wie möglich. Ich nehme an, dass Sie mich verstanden haben.« Und tatsächlich, R., der jetzt keinen Rückhalt in der Partei mehr hatte, verließ nach wenigen Tagen die Wohnung. Diese kurze Aufregung aber hatte Heinrich so zugesetzt, dass er am ganzen Körper zitterte. Unglücklicherweise kamen im selben Moment noch zwei Leute zum Hof herein. »Schon wieder so Querulanten und hergelaufenes Volk!« und was mein Mann in seiner Schwäche noch alles schimpfte. Dabei hatte ich das junge Mädchen und den alten Mann sofort erkannt. Vor Wochen hatten sie schon mal bei uns übernachtet. Jetzt waren sie auf dem Weg von Bellersheim, wo sie gehamstert hatten, in einen schweren Regen gekommen und völlig durchnässt. »Frau Köhler, wir müssen wohl heute wieder gehen«, meinte der verschreckte alte Mann. Ich erklärte den beiden, dass mein Mann durch seine Krankheit und all das, was er in Gefangenschaft mitgemacht hatte, überreizt sei. »Stören Sie sich nicht an seinen unschönen Manieren und kommen Sie mit ins Haus.« Das wollten sie aber auf keinen Fall. Ich versorgte sie mit trockener Kleidung und Essen. Die Nacht verbrachten sie aus Angst vor meinem Mann auf dem Heuboden und ließen sich erst, nachdem sie ihre eigene getrocknete Kleidung wieder trugen, an den Frühstückstisch bitten. Hier schlossen sie Gottlob mit dem bösen Mann gute Freundschaft. Wie schon erwähnt, war mein Peiniger R. ausgezogen. Durch seine täglichen Drohungen in der schlimmen Zeit, dass meine Möbel, meine Wäsche, eben einfach alles nach dem Siege ihm gehören würde, hatte ich mich einschüchtern lassen und die besten Wäschestücke in einem Sandhaufen in der Scheune vergraben. Jetzt war ich glücklich, alles wieder ans Tageslicht befördern zu können. Doch wie erschrak ich, als ich die ausgepackten Stücke in Augenschein nahm. Entgegen meiner Vermutung war der Sandhaufen nicht vollkommen trocken gewesen und meine schöne Wäsche war in den Pappkartons vollständig vermodert. Eine Lehre für mich, wie dumm wir uns verhalten, wenn wir unser Gut und Habe um jeden Preis bewahren wollen. Heinrichs Gesundheitszustand verbesserte sich jetzt zusehends. Dafür erkrankte meine Mutter schwer. Sie wurde in die medizinische Klinik, die damals noch im Licher Schloss untergebracht war, eingeliefert. Nach langem Krankenlager ist sie dann zu Hause am 28. Dezember 1945 im Alter von 66 Jahren gestorben. Am 1. Januar 1946 wurde unsere Mutter beerdigt. Auf dem Weg zwischen Friedhof und Kirche war ich am Ende meiner Kräfte und musste nach Hause gebracht werden. Ein Vierteljahr lang musste ich das Bett hüten. Die vernachlässigten Leiden aus dem ersten Wochenbett hatten sich durch die Aufregungen der Nazizeit verschlimmert. Jeden zweiten Tag bekam ich eine Herzspritze, außerdem peinigten mich Asthmaanfälle. Nach 3 Monaten durfte ich zum ersten Mal aufstehen. Weite Wege konnte ich aber viele Wochen noch nicht machen und so musste mein Mann mich notgedrungen im Handwagen fahren. Der Arzt empfahl mir immer wieder ein Aussteigen aus dem Alltag. Aber wie hätte ich das denn in dieser Zeit machen können? Ach, wie oft habe ich damals geseufzt, wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden. Obwohl ich damals ziemlich kraftlos war, ließen neue Belastungen nicht auf sich warten. Seit dem 26. Juli mussten Quartiere für die ersten Ostflüchtlinge gerichtet werden. In diesem Jahre wurde auch unser Linchen eingeschult. Ihr Bruder Walter lernte schon seit 2 Jahren fleißig. Er war ein sehr guter Schüler, aber seine Lebhaftigkeit setzte mir ganz schön zu. Freudestrahlend, so wie auch ich einmal, trug das Linchen seine riesengroße Brezel nach Hause. 1946 war ein verhängnisvolles Jahr für unsere Familie. Am 28. November musste Karl Adam auf schnellstem Wege zur Operation eingeliefert werden. Sein Blinddarm war geplatzt und der Eiter ins Bauchfell gegangen. 3 Wochen lang lag er in kritischem Zustand. Erst nachdem die Ärzte den Schnitt noch einmal aufgemacht und den Eiter entfernt hatten, besserte sich sein Zustand. Doch schon war da wieder ein neues Malheur.
In einem unbewachten Augenblick waren die beiden Kleinen, die immer zu allerlei Schandtaten fähig waren, auf den Heuboden geklettert. So fand ich Linchen, das Walter sicher von oben heruntergestoßen hatte, wimmernd am Boden liegen. Weil sie auch über heftige Leibschmerzen klagte, tippte ich gleich auf Blinddarm, und auch sie wurde operiert. Dabei stellte sich heraus, dass sie gar keine Blinddarmentzündung hatte. Ein großer Bluterguss, den der Arzt vorgefunden hatte, musste entfernt werden. Aber woher kam der? Auch nachdem ich mein Linchen ins Gebets genommen hatte, war die Sache nicht geklärt. Erst nach und nach erfuhren wir die Ursache. Linchen war bei dem Sturz auf ein eisenbeschlagenes Wagenrad gefallen und das hatte den Bluterguss ergeben. Ostern 1947 wurde unser Ältester konfirmiert. Durch die Kriegsverhältnisse hatte seine Schulzeit nicht wie gewünscht verlaufen können. Nach 4 Jahren Volksschule besuchte er das Gymnasium in Hungen. Wie oft haben die Kinder, weil wegen der Kriegsverhältnisse keine Züge fuhren, zu Fuß nach Hungen laufen müssen. Aber selbst das wurde durch die Tiefflieger bald unmöglich und so blieb nur das Zurück in die hiesige Volksschule übrig. Wie einfach und unproblematisch war doch jetzt alles beim zweiten Kind. Schule und Studium verliefen nach Plan. Auch Linchen konnte seine Hauswirtschaftslehre ungestört absolvieren. Karl Adam besuchte nach dem Volksschulabschluss 2 Jahre lang die Handelsschule in Gießen und danach fand er eine Anstellung in der Verwaltung der Jugendstrafanstalt Rockenberg. Dort arbeitet er noch heute. Der 20. Juni 1948 brachte uns die Währungsreform und allmählich fand das Bezugsscheinwesen sein Ende. Wie waren wir alle froh darüber. Durch die Geldentwertung aber waren die Ersparnisse vieler Menschen, die sie oft mühselig ein Leben lang angesammelt hatten, dahin. Jeder musste sich nun mit 40 Mark Kopfgeld begnügen. In diesem Jahr half uns eine reiche Obsternte über die Runden. Zusammen mit Zuckerrübensaft, der allerdings eine heillose Arbeit machte, konnten wir 12-mal Honig kochen. Sogar für unsere 8-köpfige Familie war genügend Brotaufstrich da und auch manchem Bittenden konnten wir noch eine Freude bereiten. In dieser kargen Zeit leckte sich so mancher seine 10 Finger, wenn er ein Glas Honig bekam. Aber heute hat dieser selbstgekochte Hoink wohl keinen Stellenwert mehr. Dabei ein Außenstehender ahnt ja überhaupt nicht, was dieser Hoink für Arbeit machte. Diese Kochperiode war freilich doppelt schwer gewesen, weil meine Mutter in dieser Zeit 16 Wochen krank lag. Zur Ruhe konnte oder sollte ich einfach nicht kommen. Dazu trug wiederum ein Unglücksfall bei. Walter, der von einem großen Hund fürchterlich gebissen worden war, musste 3 Wochen lang im Bett bleiben. Sein schwer verletztes Bein hing in einer Schlinge, die an einem Deckenbalken befestigt war. Schon nach kurzer Zeit konnte Walter diese unbequeme Lage kaum noch aushalten, was mich seine Ungeduld Nerven gekostet hat. Andererseits konnte ich es dem Kinde nachfühlen, weil ich selbst einmal als 12-Jährige in einer ähnlichen Situation gewesen war. Am 8. September erreichte uns eine niederschmetternde Nachricht, die sich auf die Rückerstattung von ehemaligen jüdischen Anwesen bezog. Obwohl unser Kauf damals ganz reell gewesen war, lag unser Kaufdatum unglücklicherweise 3 Tage vor dem Stichtag. Eine Reihe zermürbender Prozesse lag vor uns, doch davon an anderer Stelle. In diesem Jahr 1949 erlebte die Langsdorfer Kirchengemeinde eine große Freude. Nach langer Zeit wurde sie wieder mit einem 4-stimmigen Geläut zum Gottesdienst gerufen und verbunden mit einer würdigen Feier wurden 2 neue Glocken und eine umgegossene geweiht. Großen Eindruck machte damals das biblische Spiel von den 10 Jungfrauen, das abends von jungen Mädchen des Dorfes in der überfüllten Kirche aufgeführt wurde. 2-mal hatte man uns die Glocken genommen.
Im Ersten Weltkrieg musste 1917 eine Glocke abgeliefert werden. Danach wurde das Geläut zwar wieder vervollständigt, aber der Zweite Weltkrieg raubte uns wieder zwei unserer Glocken, dazu das schöne schmiedeeiserne Geländer, das unser Kirchengebäude umgeben hatte. 1949 entschlossen sich die Langsdorfer Bürger zum Bau eines gemeinnützigen Gebäudes, das unter dem Namen Volkshalle am 25. Juni 1950 eingeweiht wurde. Seitdem fand die Dorfkirmes, die früher immer im Freien unter Zelten abgehalten wurde, in diesem Gebäude statt. Auch für manche private Feier aus freudigen oder traurigen Anlässen wird seitdem die Halle genutzt. Neues Leben blühte wieder aus den Ruinen, nachdem eine, wie ich finde, beispiellose Aufbauarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet wurde. Am Ende des Krieges hätte wohl kaum jemand gedacht, dass so etwas aus unserem nahezu völlig zerstörten und zertrümmerten Land werden könnte. Eigentlich müsste die junge Generation voller Stolz auf die Leistungen zurückblicken, die ihre Eltern nach einem solchen Zusammenbruch vollbracht haben. Es waren leidgeprüfte Menschen, die Not und Elend der Kriegs- und Nachkriegszeit überdauert hatten. Mit zähem Fleiß, Tatkraft und Ausdauer haben sie das Land wieder zu neuem Leben erweckt. Hatte allerdings schon der Erste Weltkrieg so manchem Bauernhaus nicht aufzuhebenden Schaden zugefügt, so hinterließ der Zweite Weltkrieg erst recht offene Wunden. 85 Menschenleben wurden allein von unserer kleinen Gemeinde gefordert. Und wieder einmal wurde auf dem Friedhof ein Ehrenmal errichtet. Bei all dem Leid, das mit diesen Toten verbunden war, macht man sich da schon so seine Gedanken. Wiederaufbau habe ich es oben genannt, aber in gewisser Hinsicht war es auch jetzt wieder ein Zusammenbruch, wenn auch in anderer Form. Die hoffnungsvollen Söhne, die das Erbe der Väter hätten antreten sollen, lagen in fremder Erde. So mancher Bauer war nun gezwungen, seinen Hof aufzugeben. Dazu kam noch, dass sich die junge Generation sehr veränderte, ganz andere Gedanken, Hoffnungen und Ziele hatte. Dies alles trug dazu bei, dass aus unserem Bauerndorf etwas ganz anderes geworden ist. Wie wird sich so mancher Vater und so manche Mutter im Stillen schon gegrämt haben, dass so vieles, was über Jahrhunderte gehalten hat, jetzt mehr oder weniger achtlos zur Seite geschoben wurde. Dieses neue, moderne Leben ist vielleicht abwechslungsreicher, bequemer und auch sorgloser. Man stört sich nicht daran, wenn der Landregen die Wiesen überschwemmt oder der Hagel die Blüten zerstört. Weil man mit der Landarbeit nichts mehr zu tun hat, ist das ja auch erklärlich. Man will frei sein, macht sich aber im Grunde selbst, ohne es zu merken, zum Sklaven. Leider sind es nur noch wenige, die ihre Wurzeln am angestammten Platz haben. Aber vielleicht muss man eine Bauersfrau sein wie ich, um das so zu sehen. Am 1. August 1951 wurde unser Walter 13 Jahre alt und ausgerechnet an diesem Tag verunglückte er zum 12. Mal. In der Schulpause brach er sich in seiner Hungener Schule das Bein. Eine Lehrerin brachte ihn in ihrem Auto ins Licher Krankenhaus. Dieser Pechvogel hatte mich nun wirklich von seinem ersten Lebenstag an in Bewegung gehalten. Durch eine vernachlässigte Magen- und Darmentzündung schrie er in den ersten Lebensjahren stundenlang, Tag und Nacht. Und wie schon erwähnt, verunglückte er in 13 Lebensjahren 12 Mal. 1952 wurde Walter konfirmiert. Wir Eltern erlaubten ihm, von dem geschenkten Geld ein Fahrrad zu kaufen. Etwas, das wir uns besser hätten überlegen müssen, denn schon nach 8 Tagen wurde ihm das Rad zum Verhängnis. Durch seine Unvorsichtigkeit erwischte ihn beim Überqueren der Hauptstraße ein Auto. Er landete auf der Kühlerhaube, kam aber mit dem Schrecken davon. Das neue Fahrrad war freilich vollständig demoliert. Bei diesem Vorfall erinnere ich mich an meine Jugendzeit. Als ich meinen Vater seinerzeit um ein Fahrrad anbettelte, antwortete er mir, »Nein, nein, es gibt kein Fahrrad. Willst du auch noch davon runterfallen? Wo du hin willst, da kannst du auch hinlaufen. Und wenn es dir zu weit ist, da unten fährt die Eisenbahn.« Und was Vater sagte, wurde respektiert. Die alte Paula läuft heute noch auf Schusters Rappen. Im Herbst desselben Jahres wurde das Gerichtsverfahren wegen der Rückerstattung am Landgericht Gießen abgeschlossen. Zu diesem Endtermin mussten mein Mann, der Bürgermeister, sowie zwei weitere bekannte Persönlichkeiten erscheinen. Die Verhandlung wurde dermaßen heftig geführt, dass der Bürgermeister mit seinen Begleitpersonen bat, das Amtszimmer verlassen zu dürfen.
Den starken Männern ging diese Prozedur an den Nerven. Das bedeutete, ich als Frau mit nichts als Volksschulbildung musste mich mehr als 2 Jahre lang mit gewieften Rechtsanwälten herumplagen. Und das alles, weil wir kein Geld hatten. Erst als ich gesundheitlich nicht mehr weiter wusste, nahm ich mir doch einen Rechtsanwalt aus Lich. Die Forderung an uns lautete, wir sollten das reell gekaufte und unter schweren Opfern bezahlte Anwesen kostenlos zurückgeben, weil es laut Rückerstattungsgesetz als nicht verkauft galt. Dazu sollte Miete für die zurückliegenden Jahre bezahlt werden. Sogar das Obst von den 3 Bäumen, die damals noch an der Hausmauer standen, wurde uns berechnet. Und das zu Preisen, die einfach unverschämt waren. Alles in allem hätten wir noch 50.000 Mark zahlen müssen. Alles im Stich lassen und dann noch solch unerhörte Summe zu zahlen, das hätte unseren Ruin bedeutet. Insofern mussten wir mit dem Ergebnis nach 3-jährigem Kampf noch zufrieden sein. Der Rückerstattungsbetrag mit allen Kosten, die zu unseren Lasten gingen, musste sofort bezahlt werden. Aber wo sollten wir so viel Geld hernehmen? Bei dem damals gültigen Zinssatz von 15% konnten wir keinen Bankkredit aufnehmen. Also musste ich notgedrungen versuchen, privat etwas aufzutreiben, aber ohne Erfolg. Wie ein Bettler kam ich mir immer vor, wenn ich wieder einmal unverrichteter Dinge von einem meiner Bittgänge kam. Das Verfahren war am Ende, aber das harte Ringen hatte seine Spuren hinterlassen. Melancholie wollte sich meiner bemächtigen. Ich konnte kaum noch schlafen und kam aus dem Simulieren nicht mehr heraus. Ich dachte an Mutters Wort. Zieht nicht in die Murregasse, bleibt im Lobetal. Tja, statt die Tage mit Bitten, Loben und Danken zu füllen, wo uns doch der Herr das Dach über dem Kopf erhalten hatte, versackte ich immer tiefer im Resignieren. Ich haderte immer mehr mit mir, wollte an Gott und der Welt verzweifeln. Ach, es ist nicht so einfach, wenn des Lebens Härte über einen hereinbricht und sich zugleich der Alles-Durcheinanderwerfer mit zur Tür hereinschleicht, um seinen Preis zu kassieren. Die Leute im Dorf redeten auf mich ein. Nimm deine Kinder von der Schule, die müssen jetzt Geld verdienen. Aber ich dachte an meine Jugendzeit. Obwohl ich es damals hingenommen hatte, wie sehr habe ich mein ganzes Leben lang darunter gelitten, dass ich nichts lernen konnte. Dabei musste ich mir sagen, deine Eltern haben dich doch sehr geliebt und das nach ihrer Ansicht einzig Richtige für dich getan. Aber dann kam es doch wieder. Nein, ich will nicht versuchen, die Kinder unter unsere Wünsche zu zwingen. Außerdem, ein Zerwürfnis mit den Kindern wollte ich nicht heraufbeschwören. Mein geringes Gottvertrauen wurde beschämt, als mir Pfarrer H. unerwartet das erforderliche Geld zur Verfügung stellte. Eine große Sorge war nun von uns genommen. Natürlich mussten Mittel und Wege gefunden werden, um diese große Summe abzubezahlen. Das erwies sich dann aber als gar nicht so schwer. Unsere Pläne passten gerade in diese Frühherbstzeit. Sofort wurden große Flächen Erdbeeren angebaut und Spargelgräben ausgehoben, damit diese über Winter ausfrieren konnten. Hier sahen wir eine gute zusätzliche Einnahmequelle, wenn wir uns auch nicht recht klar machten, welche Arbeit damit auf mich zukam. Gut war, dass der Winter damals verhältnismäßig früh seinen Einzug hielt und die Felder in seinen weißen Mantel hüllte. Dadurch war alle Außenarbeit zu Ende und ich konnte mich, von der Haus- und Stallarbeit einmal abgesehen, meiner geliebten Näharbeit widmen. Weil in diesen Jahren noch alles Anziehbare selbst geschneidert wurde, gab es bei unserer großen Familie viel zu tun. Um daneben noch die immer größer werdende Kundschaft zu benähen, musste ich oft die Nacht zum Tage machen. Sicher, viel Arbeit. Aber ich hatte viel Freude daran und war dankbar dafür, dass ich all die vielen unterschiedlichen Arbeiten tun konnte. Allmählich kamen wieder die Frühjahrsarbeiten. Durch Elektrizität und immer mehr Maschinen war die Arbeit inzwischen sehr erleichtert. Ich fand das sehr gut. Nur hatten wir durch die Rückzahlerei so wenig Geld, dass wir auf all diese Annehmlichkeiten verzichten mussten. In dieser Zeit war auch mein Vater ganz in unsere Familie gekommen. Er hatte noch als Erbschaft des Ersten Weltkrieges, er war in einem Briten in Dragonerregiment gewesen, 2 offene Beine, wobei sich dieses Leiden im Laufe der Jahre sehr verschlimmert hatte. Und das bedeutete immer einen großen Wäscheberg. Eine Neuanschaffung erschien mir deshalb besonders verlockend, eine Waschmaschine. Schon im April konnten wegen der günstigen Witterung die jungen Spargelpflanzen in die vorbereiteten Gräben gesetzt werden. Die erste Erdbeerernte war natürlich auch schon in diesem Jahr fällig. Was weniger angenehm war,
Heu- und Erdbeerernte verliefen zur selben Zeit. Schon in der ersten Reifesaison hatten wir einen guten Ertrag, aber in den nächsten Jahren kamen oft bis zu 5 Zentner Erdbeeren zusammen. Die Erdbeeren mussten morgens nach dem Füttern und vor dem Gang zur Wiese gepflückt und zum Verkauf bereitgestellt werden. Um den Wünschen der Kundschaft immer gerecht zu werden, musste oft abends nach der harten Tagesarbeit noch einmal gepflückt werden. Auch das Heumachen war damals, gemessen an dem heutigen maschinellen Betrieb, eine schwere Arbeit, besonders für Menschen, denen die heiße Sonne sehr zusetzte. Nachdem das gemähte Gras am ersten Tage zweimal mit dem kleinen Rechen gewendet worden war, wurde es gegen Abend gekegelt. Am anderen Morgen wurden diese Haufen wieder gezisselt, auseinandergeschüttelt, und das Wenden fing von vorne an. Hatte es die Sonne gut gemeint, konnte das dürre Heu am Nachmittag eingefahren werden, wobei das Abladen auch nicht gerade zu den vergnüglichen Arbeiten gehörte, besonders für den, der das Heu oben unter die Dachziegel stopfen musste. Danach hätte jeder seine Nachtruhe wohl verdient. Aber wie oft musste ich dann die ganze Nacht im Schweinestall zubringen, wenn die kleinen Ferkelchen zur Welt kamen. Aber ich hatte diese Tiere schon immer lieb gehabt und die Arbeit auf dem Feld machte mir Freude, deswegen war alles nicht so schlimm. Kaum waren die letzten Erdbeeren gepflückt, musste schon wieder für die kommende Ernte gesorgt werden. Die Stauden wurden entrankt, die Anlage vom Unkraut befreit und nach kräftigem Düngen durchgegraben. Die stark treibenden Ranken mussten bis zum Herbst noch etliche Male entfernt werden. Frühjahr 1954. Man durfte sich wieder an dem Grün der jungen Saat erfreuen, die den kalten Winter gut überstanden hatte. Mit der Saat gedieh freilich auch das Unkraut, und das rauszuziehen war ein mühseliges Geschäft. Manchmal musste man tagelang in die Disteln gehen. Das galt vor allem für das Kornfeld. Die Weizenäcker wurden meistens mit ganz schmalen Häckchen, die zwischen die Saatreihen passten, gehackt. Das Hetterichrupfen in Gerste und Haferfeld war auch sehr mühsam. Manchmal konnte man nach Feierabend vor Rückenschmerzen kaum noch gerade gehen. Aber es war Ehrensache für die Bauern, gepflegte Felder zu haben. Heute gehört das alles der Vergangenheit an. Die Giftspritze sorgt dafür, dass sich die Frauen auf dem Feld nicht mehr krumm und bucklig arbeiten müssen. Kunstdünger wird üppig auf die Felder gestreut, ohne dass jemand daran zu denken scheint, wie sehr der Boden dadurch ausgelaugt und zerstört wird. Im Psalm 24, Vers 1 heißt es, dass die Erde des Herrn ist. Dürfen wir denn da wirklich so mit ihr umgehen? Ich denke, wir sollten eher verantwortliche Pächter der Erde sein, nicht deren Plünderer und Ausbeuter. Sicher, der Bauer von heute vollbringt vieles, was unsere Väter noch nicht einmal erahnen konnten. Aber drückt man heute einem jungen Bauern eine Sense in die Hand, kann er die noch schwingen? Ich habe das Viehfutter oft selbst mähen müssen. An Ostern 1954 wurde unser Linchen konfirmiert. Wie haben wir uns alle auf diesen Ehrentag unserer Jüngsten gefreut. Ihren Weg durch den Konfirmandenunterricht hatten wir Eltern, wie bei den beiden Jungen, durch Gebete begleitet. Nun war der Höhepunkt da, der Konfirmationstag. Vielleicht ist dieser Tag für die Kinder nicht so ein tiefes inneres Erleben. Da stehen wohl eher die Geschenke im Vordergrund. Und dass man sich darüber freut, das ist ja auch richtig so. Unser sehnlichster Wunsch für unser Kind aber war, dass dieser Tag es im Glauben und in seiner Bindung an die Kirche festigen möge. Unser Linchen brauchte Ermutigung, musste wohl auch erst seine eigenen Erfahrungen machen. Unsere stille Bitte deshalb war: Herr, weise ihr deinen Weg und leite sie auf richtiger Bahn.
Zu gerne hätte ich Linchen nach der Konfirmation zu Hause behalten, aber sie wollte unbedingt einen Beruf lernen. Worüber ich mich freute, dass sie eine Sparte wählte, die so ganz meinen Vorstellungen entsprach. Für die Hauswirtschaftslehre hatte sie sich entschieden. Das war doch wenigstens etwas Brauchbares. Neujahr 1955. Wie immer baten wir an der Jahreswende den Herrn, dass er mit uns über diese Schwelle gehen und das ganze Jahr hindurch unser treuer Begleiter sein möge. Allerhand Pläne und Hoffnungen beschäftigten uns schon lange im Blick auf dieses Jahr 1955. Und das Wichtigste war ein großes Familienfest. Ob wir wirklich alles so wie geplant verwirklichen konnten? Aber wir alle, vor allem auch unsere hochbetagten Eltern, die beide schon lange das biblische Alter überschritten hatten, durften diesen Tag erleben. Viele Vorbereitungen gingen dem großen Festtag voraus. Und weil der 16. November 1955 gerade der Buß- und Bettag war, der üblicherweise für Hochzeiten und Taufen als geschlossene Zeit gilt, musste sogar eine Extragenehmigung bei der Kirchenleitung eingeholt werden. Aber die war damit einverstanden, dass der denkwürdige Tag eingehalten werden durfte. Schließlich ließ sich anhand der Kirchenbücher nachweisen, dass es seit 300 Jahren in unserem Dorf ein solches Vorkommnis, eine goldene, silberne und grüne Hochzeit an einem Tag nicht gegeben hatte. Die drei Paare an der Spitze bewegte sich dann der große Hochzeitszug nachmittags zur Kirche, wo die Hochzeitspaare, das Grüne in der Mitte, vor dem Altar Platz nahmen. Begreiflicherweise hatten sich viele Leute eingefunden, teils Zuschauer, aber auch Gemeindeglieder, die in Lied und Gebet und Zuhören an der Feier teilnahmen. Der Pfarrer hielt eine schöne Predigt, in der jedes Paar zu seinem Recht kam. Den herzbewegenden Höhepunkt der Handlung bildete natürlich die Einsegnung der Paare. Dem goldenen Paar wurde bewusst, dass der Herr seine Verheißung an ihm erfüllt hatte. »Ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ja, ich will es tun. Ich will heben und tragen und erretten.« Das silberne Paar wurde darauf hingewiesen, dass auch heute noch das Schriftwort seines Hochzeitstages Gültigkeit hatte. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist also die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das grüne Paar schließlich wurde in den gewohnten Formen der Trauung unter den Segen des Herrn gestellt. Als sich der mehr als stattliche Hochzeitszug von der Kirche zu der Festhalle bewegte, nahm wohl das ganze Dorf an diesem denkwürdigen Ereignis Anteil, zumindest als Zuschauer am Straßenrand. Zunächst wurden die Paare mit allen Gästen vor der Volkshalle im Bild festgehalten. Und dann gab es eine herrliche, wegen des Buß- und Bettages aber eher stille Feier. Mit Jubel und Freude kommet herzu und danket im Chor unserem Vater doch heute. Sobald es im Frühjahr 1956 die Witterung erlaubte, wurden die ersten Spargelgräben hochgezogen. Anfang Mai konnten wir zum ersten Mal ernten. Morgens schon sehr früh, mittags und abends musste gestochen werden. Das Stechen durfte im ersten Erntejahr aber nur etwa 3 Wochen dauern, damit die jungen Spargelpflanzen nicht geschwächt wurden. Mutter war schon bei ihrer goldenen Hochzeit von dem Leiden gezeichnet gewesen, das sie dann wenige Wochen später aufs Krankenbett warf. 1955/56 herrschte ein ungewöhnlich kalter Winter. Weil wir natürlich keine Zentralheizung hatten, mussten überall die Öfen geheizt werden. Beim Aufhängen unserer Wäsche hatte ich mir beide Hände erfroren. Ein echtes Hindernis bei der Arbeit. Was waren wir froh, als die Kälte ein Ende hatte. Trotz ihrer Krankheit zeigte meine Mutter noch ein reges Interesse an allem, was ihr arbeitsreiches Leben ausgefüllt hatte. So strahlte sie, als wir ihr erzählten, dass junge Gänschen am Schlüpfen waren. »Die bringst du mir aber im Körbchen ans Bett. Auf den Gänserich musst du Acht geben, der beißt dich.« Sie sollte recht behalten, denn ich bekam später den angriffslustigen Gänserich in unschöner Weise zu spüren. Wunschgemäß brachte ich ihr die niedlichen Vögelchen ins Bett. Mit einer liebevollen Gebärde umfasste sie das Körbchen und sagte, »Ach, meine guten Gänschen.« Nun saß die Glucke noch auf ihrem Brutkorb. Auch dieses kleine Völkchen musste sie nach dem Schlüpfen erstmal im Krankenzimmer in Augenschein nehmen. Mit staunenswerter Geduld ertrug sie ihre schwere Krankheit, zu der jetzt noch eine Lungen- und Rippenfellentzündung dazukam. Als Mutter immer schwächer wurde, beklagte sie ihren Zustand oft mit den Worten, »Ach, Kind, was mache ich dir für Arbeit?« In ihrer selbstlosen Art dachte sie auch jetzt noch an sich selbst zuletzt. Es war ihr peinlich, dass sie nun ganz auf andere Hilfe angewiesen war. Ich habe ihre Pflege nicht als Last empfunden.
konnte ich ihr doch damit einen kleinen Teil von dem zurückgeben, was sie an liebevoller Fürsorge zeitlebens für ihr Kind getan hatte. Am 25. Juli wurde sie dann von ihrem schweren Krebsleiden erlöst. Unsere Mutter und liebevolle Oma, die alle Höhen und Tiefen ihres Lebensweges mit so großem Gottvertrauen gemeistert hatte, war uns allen ein Vorbild gewesen. Ich wollte ihr immer nacheifern, aber wenn ich aufrichtig bin, muss ich mir doch eingestehen, dass ich es ihr in so manchem nicht nachtun konnte. 1956 wurde auch die neue Langsdorfer Schule gebaut. Das alte Gebäude, das ehemalige Herrenhaus, in dem ich 8 Jahre zur Schule gegangen war, musste dem Verkehr weichen. Schade, die schönen Stuckarbeiten in dem herrschaftlichen Gebäude sind mir unvergessen geblieben. Im September dieses Jahres passierte noch etwas Schreckliches. In unserem so ruhigen Dorf wurde Linchen, die zur Nachtzeit noch unterwegs war, von einem Sittenstrolch vom Fahrrad gezerrt. Sie wehrte sich heftig und musste deshalb mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nachdem die Polizei den Täter nach 3 Wochen ausfindig gemacht hatte, wurde er in Gießen am Gericht verurteilt. Die Sache mit Linchen hatte mir so zugesetzt, dass am Tag darauf mein Herz streikte. Beim Krummetmachen, das ich auf 3 Wiesen alleine erledigt hatte, bekam ich auf dem Nachhauseweg einen Herzanfall und blieb am Straßenrand liegen. Dort entdeckte mich ein Bauer, der mit seiner Frau noch bei Dunkelheit mit dem Traktor von der Häuserwiese kam. Kaum hatten sie mich auf das Fahrzeug gelegt, bekam ich einen zweiten Anfall und stürzte vom Traktor. Dabei verfing ich mich mit dem Wadenbein in einem starken Haken. Mit dem Kopf nach unten hing ich da. Die beiden befreiten mich aus meiner schlimmen Lage und umwickelten so fest es ging notdürftig oberhalb der Wunde das Bein, damit das Bluten zum Stillstand kam. So schnell wie möglich brachten sie mich nach Lich ins Krankenhaus, wo meine Wunde genäht wurde. Viele Wochen dauerte es, bis mein Bein wieder in Ordnung kam. Die Alten sagen immer, ein Unglück kommt selten allein, oft gesellen sich 3 zueinander. Und genau so war es auch bei uns. Als Linchen und ich noch im Krankenhaus lagen, holte sich Walter bei einem Motorradunfall einen komplizierten Armbruch. Nach unserer dreifachen Hochzeit im November 1955 hatten sich die jungen Leute im Dachgeschoss ihr Schlafzimmer eingerichtet. Jetzt hielt der verfrühte Winter mit ungewöhnlich starker Kälte seinen Einzug. Das Zimmer war ohnehin schon extrem kalt und unsere Schwiegertochter erwartete im Dezember ihr erstes Kind. Wenige Wochen zuvor bekam sie, vielleicht wegen der Kälte, eine Rippenfell- und Lungenentzündung. Der Hausarzt bat mich, doch unser Schlafzimmer den jungen Leuten zur Verfügung zu stellen. Wir befolgten seinen Rat und verlegten unser Schlafquartier in Nachbars Waschküche. Die 56 Treppenstufen zum Zimmer im Dachgeschoss hätte ich auf Dauer nicht geschafft. Unsere Schwiegertochter wurde zu unser aller Freude wieder gesund und konnte am 14.12. einem gesunden Mädchen das Leben schenken. Und 1958 kam dann die Feldbereinigung. Die Herren, die für diese Arbeit in unserer Gemarkung zuständig waren, suchten Quartiere und der Bürgermeister hatte uns empfohlen. Mir war es recht, denn wir mussten schließlich jede Möglichkeit zum Geldverdienen nutzen. 1959 hatten wir an unserem Haus großen Ärger. Schon seit Jahren waren bei jedem heftigen Gewitterregen 3 unserer Kellerräume überflutet. Was sowas bedeutet, brauche ich sicherlich nicht zu beschreiben. Inzwischen waren die Wände so durchnässt, dass wir irgendwie Abhilfe schaffen mussten. Wir beauftragten eine für solche Arbeiten zuständige Firma. Die legte die Mauern zwar trocken, aber dann ging sie in Konkurs und die notwendigen Wartungsarbeiten konnten nicht mehr durchgeführt werden. Einige 1000 Mark, mühseligst erarbeitet und zusammengespart, waren dahin. Weil ich die Arbeit allein nicht mehr schaffen konnte und eine Hilfe nicht in Sicht war, wurde 1959 vor Weihnachten der Gänsestall für immer geräumt.
Ich war ein bisschen traurig, dass auch diese Zucht jetzt der Vergangenheit angehörte. Das mühselige Rupfen der Gänse, das sich alle 7 Wochen wiederholte, und das Federnschleißen im Winter aber war nicht jedermanns Sache. Doch es war der Stolz einer jeden tüchtigen Mutter gewesen, die Aussteuerbetten ihrer Kinder mit selbst gerupften Federn zu füllen. 1960, am 27. August, war dann Linchens Hochzeit. Auch das war wieder ein Tag, der schon in der Frühe mit großer Aufregung begann. Genau wie in ihrem ersten Lebensjahr, wo uns die Wasserfluten durch Unachtsamkeit der Nachbarn bald ersäuften und in unseren Kellern das Wasser 75 Zentimeter hochstieg, wurden wir am Hochzeitsmorgen von einem ungewöhnlich schweren Gewitter überrascht. Kaum jemand hatte in der Aufregung bemerkt, dass ein Gewitter heranzog. Da brach auf einmal ein mächtiger Sturm los. Es wurde unheimlich dunkel, die Blitze zuckten unentwegt am Himmel und die Donnerschläge versetzten uns in panische Angst. Ein solch schreckliches Gewitter hatte von uns noch niemand erlebt und es ist auch in meinem Leben bis jetzt nicht wieder dagewesen. Weil früher die Hochzeitsfeiern, und bei Linchen waren wir immerhin 120 Personen, im Hause gefeiert wurden, war alles Erdenkliche an Kuchen, Fleisch und Gemüse in den Kellern untergebracht. Das Wasser kam so schnell, dass wir es nicht schafften, alle Vorräte in Sicherheit zu bringen. Vieles ging im Wasser, im Schlamm und im Dreck unter. Was dann auf dem Hof los war, passte nun wirklich nicht zu einer Hochzeitsfeier. Um 15 Uhr riefen die Glocken zur Kirche. Und noch eine halbe Stunde vorher sahen der Bräutigam und die Brautmutter in ihren verdreckten Gewändern alles andere als hochzeitlich aus. 1960 gab es für uns wieder einen großen Ruck nach vorn. Der Mähdrescher löste die Dreschmaschine ab. Gut war es, dass man diesen Dreck und Staub nicht mehr zu schlucken brauchte. Aber auch dieser Fortschritt hatte seinen Preis, vor allem für den Landwirt, der kein Gebläse hatte. Als die Dreschmaschine noch auf den Hof kam, schleppten die sogenannten Sackträger die ausgedroschene Frucht auf den Speicher. Jetzt mussten wir diese schwere Arbeit selbst tun. Der Dreschmaschinendreck aber hatte meinen Mann weniger gestört. Viele Jahre war er tagtäglich zur Spätsommerzeit beim Dreschen dabei gewesen. Mit der schweren Dampflokomobile, mit der die Dreschmaschine betrieben wurde, waren die 3 zur Mannschaft gehörenden Männer nicht nur im Dorf selbst, sondern auch in den umliegenden Ortschaften tätig gewesen. Bis in den Hohen Vogelsberg waren sie mit diesem Gespann gefahren. Inzwischen war die Flurbereinigung abgeschlossen und so konnten wir 1961 zum ersten Mal die neu eingeteilten Felder bestellen. Franzosenkraut in rauen Mengen hatte mir diese Neueinteilung beschert. So viel von diesem Unkraut habe ich in meinem Leben noch nicht gezupft. Den ganzen Tag mit krummem Rücken, in meinem Alter war das schon beschwerlich. Schlimmer traf mich allerdings, dass ich auch meinen schönen Garten verlor. Ein neuer musste angelegt werden. Obwohl das uns zugeteilte Grundstück näher beim Haus lag, musste dieses Wiesengelände überhaupt erst einmal zu einem Garten gemacht werden. Im Herbst wurde die Wiese umgegraben und im Frühjahr bepflanzten wir das Land mit Kartoffeln. Erst im Jahr darauf konnten wir damit beginnen, den Garten anzulegen. Und das machte mir mal wieder viel Freude. Ich war so ganz in meinem Element. 1961 verheiratete sich unser 2. Sohn. Die Hochzeit fand im August mit 95 Personen auch bei uns statt. Dennoch, nach all der Einräumerei im Haus, freute sich niemand mehr als ich, dass es die letzte Prozedur dieser Art gewesen war. Dass ungeachtet aller Vorteile und Bequemlichkeiten auch die Technik ihre Schattenseiten hat, erfuhren wir mit einem Acker Korn. Nachdem es wochenlang geregnet hatte, konnte der Mähdrescher nicht eingesetzt werden. Als das Wetter dann besser wurde, konnte zwar gemäht werden, aber die Körner waren so schlecht, dass kein Mehl daraus gemahlen werden konnte. Und von dem Mehl wurde doch das ganze Jahr über für unsere große Familie Brot gebacken. Das gleiche Malheur hatten wir mit einem Weizenfeld. Obwohl auf Tag und Stunde gewartet wurde, wo es endlich gemäht werden konnte, passte es dann doch nicht. Ich hatte beide Hände im Teig für die Hochzeitskuchen, als der Bescheid kam, dass der Mähdrescher auf dem Weg zum Acker sei und ich sofort Säcke hinbringen müsse. Was war zu machen? Order war Order. Auf dem Acker angekommen, musste ich feststellen, dass der Schaden auch hier extrem groß war. Als der Neffe kam, um die Frucht heimzufahren, sagte er, »Mit dem Zeug kannst du nichts mehr anfangen. Ich fahre es gleich auf die Schutthalde.« Was hatten wir uns auf die verheißungsvolle Ernte gefreut? Und nun solch ein Ergebnis. Im Sommer 1962 hatten 2 Bienenzüchter einen Bienenkorb aufgestellt, in einer Hecke am Wegrand gut versteckt.
Der Bürgermeister, der davon nichts wusste, beauftragte am anderen Morgen meinen Mann und einen Bauern, eben dieses Weggelände zu säubern. Ahnungslos fuhren die beiden mit ihrem Arbeitsgerät den Bienenstock über den Haufen. Der Bauer flüchtete mit seinem Fahrzeug, aber Heinrich wurde das Opfer. Das wild gewordene Bienenvolk fiel buchstäblich über ihn her. Er wälzte sich am Boden, konnte die Bienen aber nicht abschütteln. In seinem Körper war so viel Bienengift, dass er die Arbeit abbrechen musste. Mit Mühe und Not schleppte er sich nach Hause. Inzwischen wirkte das Gift und er fiel ohnmächtig zu Boden. Der Arzt, der zufällig in der Nähe war, gab ihm sofort zwei Spritzen, wobei der Bürgermeister, der dabei saß und von der Zwecklosigkeit des Ganzen überzeugt war, mich mit den Worten aufrichtete: »Mit dem ist es doch sowieso vorbei.« Der Arzt erwiderte: »Jetzt nur mal Geduld. In einigen Minuten muss das Leben wiederkommen.« Und Gott sei Dank, er hatte recht. Dr. K. sah es als glückliche Fügung an, dass er am Morgen in der Praxis die Spritzen eingesteckt hatte, die ihm als Muster von einem Vertreter gegeben worden waren. Hätten wir die erst holen müssen, wäre es wohl zu spät gewesen. Mir freilich war klar, welch glückliche Fügung auch diesmal die schützende Hand über uns gehalten hatte. Nach der Meinung des Arztes war mein Mann in kurzer Zeit wieder in Ordnung. Wir fanden das auch, aber eine Röntgenaufnahme bewies das Gegenteil. Weil man meinem Mann die Überprüfung des Wasserbassins übertragen hatte, musste er jedes Jahr einmal nach Gießen zur Untersuchung ins Gesundheitsamt. Und hier gab es Unklarheit bei einem Durchleuchtungsbefund. Man fand das Bild sonderbar, wusste aber nicht, was damit nicht stimmte. Von seiner Bienengeschichte hatte Heinrich nichts erzählt und so musste er dann noch einmal auf das Amt, um die Sache zu klären. 1963 kam Heinrich in die Heilstätte Schotten. Mein Mann fühlte sich dort wohl, aber zu Hause lief wieder alles schief. Kaum hatte ich die noch anstehende Feldarbeit hinter mich gebracht, war schon die erste Bescherung da. Während ich hinter der Hofreite mit Fensterkitten beschäftigt war, hatte sich in der Küche durch meine Unvorsichtigkeit ein Schwelbrand entwickelt. Als ich durch den Rauch aufgeschreckt zum Haus lief, hörte ich schon am Hoftor das Klirren der zerplatzenden Fensterscheiben. Was passiert war, konnte ich mir schon vorstellen. Ich hatte nämlich Vaters Verbandmaterial, das ja immer wieder gewaschen wurde, über den Herd gehängt. Vielleicht durch einen Luftzug war ein Teil davon auf die Herdplatte gefallen und hatte zu brennen angefangen. Dann hatte das Feuer an der auf beiden Seiten des Herdes aufgestapelten, noch etwas klammen Bügelwäsche reiche Nahrung gefunden. Ich band mir schnell ein feuchtes Tuch vor den Mund und die Nase, versuchte das Feuer zu löschen. Die brennende Wäsche warf ich in den Wassergraben, die Gardinen waren schon verbrannt, die Lampe lag am Boden und die Fensterscheiben waren alle zerbrochen. Auch alle anderen Sachen in der Küche waren stark beschädigt. Daran ließ sich nichts mehr ändern. Das anschließende spitzfindige polizeiliche Verhör, wodurch die Brandursache geklärt werden sollte, war fast noch schlimmer als der Brand selbst. Zwei Tage vor Weihnachten merkte ich, dass es bei unserer besten Milchkuh scheinbar zum Verkalben kommen sollte. In der Hoffnung, einen erfahrenen Bauersmann zu Rate ziehen zu können, lief ich vors Hoftor. Und tatsächlich, ich hatte Glück, es kam gerade einer. Doch auf meine Bitte, komm doch mal mit mir in den Stall, ich glaube, dass eine Kuh verkalben will, bekam ich zur Antwort: Das verstehst du so gut wie ich. Und er ging glatt weiter. Nächstenliebe, praktisch geübt war das nun gerade nicht. Am anderen Morgen stellte ich zu meinem Erschrecken fest, dass wir von Wanderratten heimgesucht wurden. Sie wanderten zwar innerhalb von 3 Tagen weiter, doch man sollte nicht glauben, was solche Tiere in wenigen Tagen für einen Schaden anrichten können. Wieder war Weihnachten. Und diesmal ohne unseren Vater. Einerseits bedrückte uns das, andererseits aber waren wir sehr froh und dankbar, dass es ihm wieder besser ging. Im Januar sah es wieder so aus, als wollte ein Unglück das andere ablösen. Ich stürzte in der Scheune aus ziemlicher Höhe von einem Balken durch ein morsches Gerüst, landete aber zum Glück auf dem Heu. Nichts war gebrochen, aber die starken Prellungen waren sehr schmerzhaft. Ruhe sollte ich halten, aber wie, das hatte mir keiner gesagt. Morgens, 2 Tage später, lähmte mir der Schreck fast die Glieder, als ich in den Kuhstall kam. Die vorn stehende Kuh war verschwunden und die daneben stehende versuchte vergeblich, sich aufzurichten. Wie erleichtert war ich, dass ich nicht allein hier stand, sondern dass mir meine Schwiegertochter half.
Zu zweit wagten wir uns näher und entdeckten die Vermisste im angrenzenden Schweinestall. Durch die jetzt sehr straff gespannte Kette war sie am Ersticken, aber unsere Kräfte reichten einfach nicht. 5 Uhr in der Früh. Die Nachbarschaft lag noch im Schlaf. Das bedeutete, wir mussten die Männer aus dem Schlaf reißen, um das Leben der Kuh zu retten. Schneller als gedacht war Hilfe da. Die Männer rissen die Trennwand nieder und sägten mit einer Eisensäge die Kette durch. Was waren wir froh, als die Kuh, nachdem sie wieder Luft bekam, aufsprang. Es hätte nur wenige Minuten gedauert, sagte einer der Männer. Aber wie konnte sowas nur passieren? Wahrscheinlich hatte die eine Kuh ihre Stallgefährtin so bedrängt, dass sich das arme Tier derart dicht an die Trennwand gepresst hatte, dass es durch diese Abwehrstellung zum Überkippen gekommen war. Wie durch ein Wunder war alles gut verlaufen. Sogar die 3 Schweine in diesem Stall waren unversehrt geblieben. Weil die Kuh ein paar Tage nicht aufstehen konnte, musste sie im Liegen gemolken werden. Eine anstrengende Mehrarbeit. Wie oft musste ich damals die schweren Milchkannen dem Milchfuhrmann hinterher schleppen. Von der nun im Dorf grassierenden Maul- und Klauenseuche blieben wir verschont. Doch nachdem die Seuche erloschen war, musste der angesammelte Mist auf das Feld gefahren werden. Bis wir beiden Frauen mit dieser Arbeit fertig waren, war die Krankheit noch einmal ausgebrochen. Das heißt, es durfte weder Jauche noch Mist gefahren werden. Die letzte Fuhre Mist stand bei uns freilich noch auf dem Hofe. Sofort wurde uns vom Bürgermeister das Mistfahren verboten. Obwohl einer der Männer ahnte, mit welcher Not wir beiden Frauen den speckigen Mist aus der 1,50 Meter tiefen Grube heraus auf den Wagen geschafft hatten. Aber nicht, dass es damit genug gewesen wäre. Der von der Kette gerissene Ochse fand durch die offene Stalltüre den Weg auf den Hof und stürzte in die tiefe Mistkraute. Wieder mussten hilfreiche Männer herbei, die das Tier mit großer Anstrengung aus seiner misslichen Lage befreiten und in den Stall brachten. Doch auch dieser aufregende Winter ging zu Ende und es wurde wieder Frühling. Die erfreuliche Nachricht, dass mein Mann bald heimkommen würde, ließ uns alle unangenehmen Ereignisse mehr oder weniger vergessen. Am 12. Mai 1964, ich weiß es noch wie heute, kam Heinrich nach Hause. Noch ein letztes Mal wurde ich auf die Probe gestellt und ich habe mich damals ziemlich schlecht bewährt. Heinrich war unterwegs und ich allein zu Hause. Da merkte ich, dass eine Kuh kalben wollte. Nachdem ich ein Kälbchen ans Licht der Welt gebracht hatte, sah ich zu meinem Schrecken, dass noch ein zweites kommen sollte. Aber so sehr ich mich auch anstrengte, meine Kräfte reichten nicht und das Tier musste ersticken. Als Heinrich nach Hause kam und mich in meiner Verzweiflung sah, sagte er spontan: »Jetzt hast du dich genug geplagt, jetzt ist Feierabend damit, das Rindvieh kommt fort.« Gesagt, getan. Heinrich machte sein Wort wahr. Aber mit der Plage hatte es noch kein Ende. Jetzt wurde die Schweinezucht vergrößert und die Paula musste sich manche Nacht um die Ohren schlagen, wenn die kleinen Ferkelchen zur Welt kamen. 1964 begann unsere Tochter mit ihrem Mann den ersten Hausbau. Ausgerechnet damals hörte es überhaupt nicht auf zu regnen und dadurch wurden die Bauarbeiten sehr erschwert. Das Material musste oft bei Nacht angeliefert werden. Unvergesslich bleibt mir eine Tour, bei der unser Fahrer mit seiner schweren Ladung um 2 Uhr nachts in der Wiese versank und wir die Hohlblocksteine durch den aufgewühlten Schlammboden noch ein beträchtliches Stück schleppen mussten. Trotz alledem, nach gut einem Jahr Bauzeit konnten sie einziehen. Am 1. Juli dieses Jahres fing mein Mann an, bei der Firma S in Licht zu arbeiten. Endlich hatte er eine Arbeit, die ihm auch einen angemessenen Lohn einbrachte. Wohl, damit wir nicht aus der Übung kamen, begann unser Sohn Walter mit seinem Hausbau in Lich. Das Haus wurde auf einem nur mit vieler Mühe zu bearbeitenden Berggelände errichtet. Die Anlage um das Haus herum machte dann nicht viel weniger Schwierigkeiten. Aber ich hatte Ehrgeiz und auch, um Geld zu sparen, übernahmen wir weitestgehend diese Arbeiten. Das Pflanzen war nun einmal mein Hobby. Außerdem, was man aus Liebe tut, geht nochmal so gut. Nach Feierabend holte mich Heinrich oft ab und heim ging's mit dem Handwagen auf Schusters Rappen.